Und auch diese Abwrackprämie ist ja absurd. Das soll mir keiner erzählen, es gäbe kein Geld für Steuersenkung, es gäbe kein Geld für Bildungspolitik, wenn man 5 Milliarden für alte Autos ausgeben kann. Meine Damen und Herren, ich gönne ja jedem Händler, der davon profitiert hat, das. Aber die Gebrauchtwagenhändler fahren an die Wand. Ein Großteil der Autos wird in Deutschland nicht gefertigt. Der Fox von VW wird in Mexiko gefördert. Die kleinen Renaults werden in Rumänien gefördert. Es ist gerade mal der Corsa von Opel, der in Eisenach gefördert, gebaut wird. Aber alle anderen sind Importwagen. Und wir leben eigentlich von Audi, von Daimler und BMW. Premium-Autos. Und wer sich jetzt ein Auto kauft, kauft in den nächsten 5 Jahren keins. Deshalb diskutieren wir schon im Auslaufen der Abwrackprämie, die exakt über den Wahltermin hinausführt, was für ein Anschlussprogramm man macht. Das ist immer der Strohfeuereffekt. Sie ziehen das an und dann ist die Nachfrage vorgezogen und schließlich kommt das Loch.